Wir gehen nach Graton, du kommst mit. Ich sammle meine Walsee und da steht dein Befehl, Hakon. Bist du verrückt? Er hat doch gerade gesagt, dass jede Menge Wüter aus diesem Fort kommen. Dann zieh weiter nach Grofheim, Prinz. Dein Blut an meinen Händen wäre schlimmer als Untätigkeit. Das lässt Ludin erstmal verstummen. Du siehst, wie er mit sich kämpft. Er sucht verzweifelt nach einem Ausweg, aber fliehen wie ein Feigling will er auch nicht. Er hatte erwartet, dass du mitkommst. Er wirft einen Blick auf seine Männer. Wir sind schon so weit gekommen. Wenn dies das Werk der Wahl ist, werde ich davon erfahren und mein Vater ebenfalls. Außerdem braucht ihr meine Hilfe und meine Krieger. Wenn ich gehe, gehen auch Irsa und Bersi. Lodins unerwarteter Sinneswandel trifft dich wie ein Tritt vors Schienbein. Mokre kann ein Kichern nicht unterdrücken. Ha, der Prinz hat Nerven. Na, mach, was du willst, Ludin. Stell mich als Buhmann hin, Hakon. Was schert es mich? Es hängt mir zum Hals raus, dass in diesem Bündnis nur du tust, was du willst. Dies ist Wahlterritorium. Wir haben es mit einer Armee von Wütern zu tun. Wie viel Erfahrung hast du in dieser Sache? Stimmt, die Menschen haben sie nie zum Krieg provoziert und ihr lasst euch auf den Dritten ein. Ist es für euresgleichen ein Spiel, die Wüter zum Massenmord aufzustacheln? Ach, weggehen. Du fluchst wie ein Kutscher. Der Prinz hat beschlossen, dass du nicht für ihn verantwortlich bist. Wenn Ludin bleibt, bleiben auch Fasols Krieger. Sie stoßen zur Karawane. Oh Mann, das wird ja was. Der Marsch zum Götterstein ist mörderisch. Du entsinnst dich, dass die meisten Göttersteine auf Bergen mit Blick auf andere Göttersteine errichtet wurden, damit Reisende ihnen folgen und so von Stadt zu Stadt finden können. Das mildert den Schmerz aber auch nicht. Wüter! Brüllt Mokre vorne in der Karawane. Plötzlich fliegen dir schwarze Steine um die Ohren. Was zur Hölle ist los? Rufst du. Mokre schüttelt den Kopf. Einer der Steine prallt auf den Schild eines Wals in deiner Nähe und zerstiebt mit einem Blitz in messerscharfe Fragmente. Alles hinter die Schildschläger, ruft Mokre, und ihr zieht in den Kampf. Okay, formieren. Na dann, auf geht's. Okay, euch beide hätte ich jetzt lieber hier, danke. Ihr werdet jetzt aufgetrennt. Als einen arroganten Penner den Rücken zu drehen. Oh, war das zu heiß für euch Jungs? Kommt auch Gunnulf wieder zum Einsatz. Natürlich werden wir noch ein paar auf der Flucht töten.
Haha. Natürlich revanchiert sich der Große auch gleich. Auf 5. Erschieß ihn! Na, geht doch. Was in aller Welt sind das für welche? Staunst du, als du die ungewöhnlichen Schleuderer der Wüter siehst? Niemand weiß es. Ohne Warnung stolpert eine derangierte, halbtote Schlacke aus dem Unterhalt und stürzt sie auf den Joks vor dem Schatzwagen. Die überraschten Wahl ziehen die Waffen, doch schon rutscht der große Metallwagen ab. Ein tiefes Grollen ertönt, der Wagen wird aufgehalten. Er ist bereits viel zu nah an der Klippe. Der verwirrte Joks baumelt im Geschirr über dem Abgrund. Auf ihm klammert sich der Wüter fest. Gronulf ist es, der gerade den Absturz verhindert. Seine eine Faust hat mit geweißten Knöcheln den Wagen gepackt. Die andere Hand umschlingt einen Baum. Versuchen den Wüter abzuschütteln. Versuchen wir das mal. Du findest einen faustgroßen Stein. Er prallt mit einem Dong an der harten Rüstung des Wüters ab. Gerade als Ubin schnaufend auftaucht, wird der Baum durch Gronulfs Griff entwurzelt. Das ganze Gespann gerät plötzlich außer Sicht. Nein, schreit der alte Wal. Der Wagen stürzt ab und kollidiert im Fallen mit dem Felsen. Ein Regen aus Gold und Blut geht nieder. Der Joks und der Wüter werden zerrissen. Gunnulf bleibt reglos liegen. Seine Gliedmaßen sind unnatürlich abgewinkelt. Nach dem Schrecken über Gunnulfs Tod fragst du dich, warum der Wüter eigentlich über den Joks hergefallen ist. Dann wird dir klar, dass das größere Problem augenblicklich in den Schatz besteht, der am Fuß der Klippe verteilt liegt. Entscheide du, Ubin. Welche Wahl bleibt uns schon? Murmelt er. Gunnulf ist tot, das sieht jeder. Selbst wenn wir das Gold hochholen, womit sollen wir es transportieren? Er klingt geschlagen, scheint aber entschlossen weiterzuziehen. Widerwillig brecht ihr auf und lasst die schaurige Szene zurück. Ach, armer Gunnulf. Ja, so schnell kann es passieren, dass ein Charakter stirbt. Okay, du hast gestern die Leute getötet. Na gut. Er kann es ja probieren. Na dann, weiter geht's. Die Karawane macht eine kurze Rast unter dem Götterstein. Die Krieger sind froh darüber. Der Stein vermittelt euch das tröstliche Gefühl von Geborgenheit. Den Leichen, die unter ihm liegen, hat er allerdings nicht geholfen. Die Erde um den Götterstein herum ist verkohlt, als habe es einen Kampf gegeben. Kaufleute, keine Wüter.
Dengre ist von diversen Gütern umgeben. Ein Fass Met unbekannten Alters, losem Silber, einer Statue aus Speckstein. Opfergaben für einen toten Gott. Die Opfergaben in Frieden lassen nach dem Schwager des Kaufmanns sehen. Ein Glitzern inmitten des Leichenbergs zieht deinen Blick an. Du findest eine goldene Halskette mit 5 Ringen unter einem Wams. Der Tote ist der Schwager des Kaufmanns. Er hat es wohl nicht geschafft, murmelst du. Die Halskette nehmen sie zurückzugeben. Du wirfst Mokre die Halskette zu und sagst ihm, dass er auf sie aufpassen soll, wenn irgendwer vertrauenswürdig ist, dann er. Wie auch immer sie darauf gekommen sind, dass ein Götterschein Sicherheit bedeutet, grummelt Mokre. Wir sind hier völlig exponiert. Wenn wir rasten wollen, sollten wir es woanders tun. Götterstein untersuchen. Dengre gehört immer zu den Lieblingsgöttern der Menschen. Er war der Gott der guten Geschicke. Angeblich brachte er Glück, Wohlstand und was immer sonst man wünschte, aber nicht erlangen konnte. Das Wort Geschick hat einige Bedeutung, schließlich zieht ihr weiter. Ja, das wollte zumindest erklären, warum der Gott in dieser Abbildung eine Waage hat. In der Ferne siehst du Rauch über den Bäumen aufsteigen. Wüter sind nicht dafür bekannt, dass sie Feuer legen, kommentiert Mokre. Aber man kann damit ihre Aufmerksamkeit erregen. In den großen Kriegen haben wir solche Feuer benutzt, um sie zu lenken. Ja, aber nach einer Weile sind sie dahinter gekommen, wirft ein anderer Krieger ein. Es könnte auch jemand sein, der unsere Aufmerksamkeit erregen will, macht Fasold geltend. Auf diesem Weg wurde die andere Gruppe aus Schlitt geschickt. Wie man es auch dreht und wendet, es wird Zeit kosten, sich Klarheit zu verschaffen. Selbst nachsehen. Die Kampfgeräusche vor euch lassen euch durch das Unterholz preschen, wobei ihr toten Wal und Wütern ausweichen müsst. Ihr geratet in eine Szene des Gemetzels. Zahlreiche Wal sind von Wütern umzingelt. Erklärungen müssen warten, auf in den Kampf! Dann Angriff! Ach, lassen wir die Wüter doch ein bisschen näher kommen erstmal. Ja, der schafft es natürlich bis zu uns. Ah, na gut. Was die können, können wir auch. Wow, die haben Bersi erledigt. Nach dem Kampf legt ein Wal seine Axt weg und steckt sich eine Pfeife an. Harkon, grüßt er dich. Wie gut, dass du unser Signal gesehen hast. Er erklärt, dass sie aus Schlitt kamen und umsingelt wurden. Sie erblickten euch in der Ferne und entfachten ein Feuer, damit ihr sie bemerktet. Das Risiko eingehend, dass auch die Wüter sie bemerken. Nun füllt ihr beachtliches Kommando in die Reihen deiner Karawane.
Unglaublich. Wird ja mal besser hier. Das war ja wirklich nicht schlecht. Mokre suchte ich im Vertrauen auf. Ich habe einige Krieger verschwinden sehen, sagte er. Zuerst dachte ich, ich bilde es mir nur ein, aber jetzt bin ich sicher, dass schon mehrere weg sind. Menschen, die meisten, aber auch Wahl. Ich werde nicht schlau daraus. Wenn sie einfach getürmt sind, kannst du das nicht durchgehen lassen. Ludin fragte, ob er das darüber weiß. Das habe ich angeordnet, sagte Ludin, als du ihn zur Rede stellst. Ich habe meine Männer ausgeschickt, um das Gold zu bergen, das du zurückgelassen hast. Wenn du nicht willst, dass deine Krieger mitgehen, solltest du sie besser unter Kontrolle halten. Darauf bestehen, dass er sich rechtfertigt. Du hast einen Haufen Gold am Fuß einer Klippe zurückgelassen, sagt Ludin. Wie wahrscheinlich ist es, dass es in ein paar Monaten noch dort ist? Der einzige Grund dafür, dass wir nicht jeder einen Teil tragen, ist der, dass du uns nicht traust. Verlangt, dass er das Gold herausgibt. Nein, versetzt er, ohne mit der Wimper zu zucken. Mokre zieht dich beiseite. Er hat kein Recht auf das Gold, aber Fehlde nimmt er von uns auch nicht an. Ob es uns passt oder nicht, er ist uns ebenbürtig. Man wird uns auszahlen, wenn dies vorüber ist. Und das wird nicht zu deinem Nachteil sein. Ludin verschränkt die Arme. Na gut, nachgeben, obwohl ich ihn gern die Fresse polieren würde. Du lässt bei Ludin keinen Zweifel aufkommen, dass eine weitere Aktion dieser Art nicht friedlich enden wird. Er zuckt die Achsel. Deine Krieger verlangen eine Pause, seufzend lässt die Karawane anhalten, aber eigentlich spürst du die Höhe und deine Erschöpfung ebenfalls recht deutlich. Woko lehnt sich auf einen umgestürzten Baumstamm und fummelt mit einem Stück Brot herum. Wird kälter, meint er, starrt in die Ferne, du siehst Grathorn, das am Rand der Berge eben zu sehen ist. Ein Schwarm Raben gleitet am klaren Himmel in die Richtung des Forts. Wir sollten diesen Vögeln folgen. Das haben wir doch vor, oder? Ohne weitere Worte rennt Mokre auf die Vögel zu und stolpert über die Klippe. Plötzlich segelt er durch die Luft und schlägt wild mit den Armen. Er stürzt auf Grathorns zu, bevor er in Flammen aufgeht und in den Turm stürzt, der darin bröckelt wie ein Holzscheit auf einem Lagerfeuer. Hä? Hab ich gerade was verpasst? Du denkst, dass du den Verstand verloren hast, dann wachst du auf. Du kannst dich nicht erinnern, das Lager aufgeschlagen zu haben oder vor den knisternden Scheiten eingeschlafen zu sein. Was ist los, murmelst du. Mokre kommt zu dir ans Lagerfeuer. Hakon, hast du gesehen? Fängt er an. Ja, ihr kommt überein, dies für euch zu behalten. War nur ein Albtraum. Heiliger Dreck. Man soll halt nicht so viel saufen. Ah, das ist dann also Grathorn. Sieht doch sehr interessant aus. Bestimmt hast du sie auch gesehen, sagt Mokre. Wir werden verfolgt, seit wir den Götterstein verlassen haben. Sind uns Wüter auf den Fersen, und nicht wenige. Vor uns sind bestimmt auch noch einige, aber an einem halben Tag erreichen wir einen dichten Wald, da können wir sie abhängen. Gut, wir hängen sie ab. Wahl brechen nicht gern durchs Unterholz, aber Wüter hassen es noch mehr. Die meisten machen am Waldrand Halt. Mit den wenigen, die euch weiter folgen, werdet ihr problemlos fertig. Die meisten Wüter wandern um den Wald herum weiter. Ihr hofft, dass ihr schneller auf der anderen Seite ankommt als sie. Tief im Wald beschleicht ihr das Gefühl, dass euch zahlreiche Wüter umzingelt haben. In allen Richtungen erzeugen ihre dunklen Umrisse beunruhigende Muster zwischen den Bäumen. Du rufst Mokre zu dir. Irgendwelche Einfälle, Mokre?
Ja, beten, zu welchem Gott auch immer. Auf der anderen Seite des Waldes warten mehr, als wir bisher gesehen haben. Wir könnten ernsthaft in die Unterzahl geraten, vor allem, wenn wir warten. Unerwartet taucht Ursa auf. Und was ist mit... sagt sie und klopft vielsagend auf ihre Pfeile. Ihr könntet einen Teil des Waldes in Brand setzen, um ihre Aufmerksamkeit von eurer Flucht abzulenken. Oder um sie in eine Falle zu locken. Was meinst du? Fragst du. Sie zuckt unschuldig die Achseln. Oh Mann. Wie üblich kämpfen, abwarten, bis sie sich verziehen, Waldbrand als Ablenkung legen. Wüter in den Wald locken und den Wald anzünden. Wüter in den Wald locken, Wald nicht anzünden. Waldbrand als Ablenkung. Du eskortierst Irsa etwa eine Wegstunde lang fort von euch, wo ihr am Waldrand ein paar getränkte Fetzen bereitlegt. Eine Breitseite Flammenpfeile lassen die Fetzen dramatisch auflodern und das ganze Gebiet trotz des Schnees in Flammen aufgehen. Ihr eilt zur Karawane zurück. Moke berichtet, dass die Wüter bereits Richtung Feuer ziehen. Irsa kichert zufrieden, wodurch der Spitzname der Wahl die Hexe noch passender scheint. Nach einer langen halben Stunde werden sie endlich weniger. Lasst uns verschwinden, bevor das Feuer uns einholt, schlägt Moke vor. Ihr brecht durch die Bäume und fallt über die übrigen Wüter her, in der Hoffnung, sie zu überwinden, bevor euch zu viele auch bemerken. Ich würde sagen, wir sind klar in der Überzahl, also formieren und los geht's. Lieber dahin und Irsa am besten auch. Ja. Irsa, komm her. Angriff! Ach, schädigen wir noch die Rüstung. Natürlich auf Rosa schlägt der Penner ein. Na gut, Bercy kann hinterherkommen. Ach, ein paar können wir noch erledigen. Okay, nur Ena. Na dann, den sollten wir auch locker schaffen. Geht doch. Obsidianringe halten. Schön. Und keine Verluste auf unserer Seite.
Jetzt sind wir wohl endlich in Grathorn angekommen. Sieht ja ganz schön übel aus hier. Überall Löcher in den Dächern. Scheinbar auch tote Wüter. Wenn ich das hier vorne richtig sehe. Was ist das für ein Chaos? Sieht aus, als hätte es gerade eine ausgewachsene Schlacht gegeben. Oh, doch nur Wüterleichen sind übrig. Vielleicht können wir vom Turm aus was sehen. Die Wahl sollen die Gebäude durchsuchen und dafür sorgen, dass wir nicht von Wütern überfallen werden. Alles klar. Und wir schlagen weder das Lager auf, noch machen wir Feuer. Wir sehen uns um und verschwinden, bevor noch was schief geht. Du meinst, bevor es was noch schlimmer schief geht? Immer dieser Pessimist. Aber ich würde mal sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.